Keine 2 Jahre war es Jane Seymour vergönnt, als Königin an der Seite des englischen Herrschers Heinrichs VIII. Zu leben. Sie sollte kurz nach der Geburt des heiß ersehnten Thronfolgers sterben. Das repräsentative Porträt, das der in Augsburg geborene Maler Hans Holbein wohl während dieser knapp 2 Jahre am Londoner Hof malte, verrät die menschlichen Dramen nicht. Einen Tag vor der Hochzeit zwischen Heinrich und Jane war ihre Vorgängerin Anne Boleyn enthauptet worden. Das Bildnis der Jane Seymour ist in einer typischen Porträtmanier komponiert. Es zeigt das Konterfei der dritten Ehefrau Heinrichs VIII., gewandet in kostbare Stoffe und geschmückt mit wertvollem Geschmeide, welches ihren hohen gesellschaftlichen Rang repräsentierte. Der Maler Hans Holbein der Jüngere porträtierte sie im Auftrag des Königs und schuf so die Vorlage für viele weitere Abbildungen. Man kann gehen bis hin, wenn man Madame Tussaud besucht. Man sieht die Wachsfigur von Jane Seymour, dann ist sie diesem Porträt nachgebildet. Und es geht sogar weiter bis Hiroshi Sugimoto, der bekannte japanische Fotograf, hat eine Folge von Fotos geschaffen, die einzelne Wachsfiguren zeigen. Und er hat eben diese Jane Seymour dort auch unter anderem fotografiert. Und das ist schon verblüffend, das Abbild eines Abbildes eines Abbildes in dieser Fotografie zu sehen. Und es zieht sich immer noch die Jane Seymour wiedererkennbar durch. Es ist das Holbein-Bild, was auch da wieder zu sehen ist. Seymour hatte ihren beiden Vorgängerinnen am englischen Hof gedient, Katharina von Aragon und Anne Boleyn, die Heinrich jedoch keinen Thronfolger schenkte. Jane, für die er schon seit längerem schwärmte, sollte ihm diesen Wunsch letztlich erfüllen. Doch erlag sie nur kurze Zeit nach der Geburt von Edward VI., dem Kindbettfieber. Hans Holbein verbirgt jedoch meisterhaft die menschlichen Schicksale und Gefühle der Porträtierten. Holbein der Jüngere hat sicherlich für die englische Kunst, er ist ja 1543 verstorben, nicht nur seiner Zeit eine wichtige Wirkung entfaltet, sondern auch für die Jahrzehnte danach. Also wenn man sich an Miniaturisten wie Nicholas Hilliard vornimmt, der wunderschöne kleine Kabinettstücke, Porträts geschaffen hat, dann ist dieser Einfluss, der wird richtig manifest. Und Holbein schafft eigentlich für die englische Kunst das, was dann knapp ein Jahrhundert später Anton van Dyck, der Rubenschüler in England, schafft, nämlich auch Stil traditionsbildend, schulbildend zu wirken. Nämlich auch van Dyck hat einen enormen Einfluss dann auf die Malerei eines Gainsborough, eines Reynolds. Holbein hat während seiner Zeit als Hofmaler mehrere Porträts der Jane Seymour angefertigt. Ein Wandbild in Whitehall Palace zeigt sie neben Heinrich VIII. Und dessen Eltern, den Begründern der Tudor-Dynastie. Bei genauer Betrachtung ist die Ähnlichkeit der Figur Seymours zu unserem Porträt nicht zu übersehen. Es ist also anzunehmen, dass dieser Darstellung dieselbe Zeichnung zugrunde liegt. Die hat sich wahrscheinlich erhalten in einer Zeichnung in Windsor Castle, die heute noch in dem reichen Schatz von Holbein-Zeichnungen sich dort befindet. Diese Zeichnung ist sogar maßstabsgleich mit unserem Tafelbild. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Zeichnung irgendwie auf unsere Tafel gepaust worden ist. Das Bildnis der Jane Seymour ist ein malerisches Schaustück, das die Epoche Heinrichs VIII. Wie kein anderes repräsentiert. Es zählt zu den wertvollsten Werken, die sich aus der Zeit, als Hans Holbein in England weilte, erhalten haben.